Das ukrainische Volk wird aus der Luft mit Artillerie, Bodentruppen und Panzern angegriffen. Die Trümmer dieses Krieges sind in jeder Straße zu sehen. Die Regierung warnt seit Tagen vor russischen Saboteuren, die ins Land eingedrungen sind, um Angst und Schrecken zu bringen. Todesschwadronen, die flüchtende Zivilisten in ihren Autos angreifen. Sie existieren tatsächlich, wie wir herausgefunden haben. Wir denken, es handelt sich um einen ukrainischen Kontrollpunkt und somit einen Fehler und geben unsere Identität preis. Is everyone okay? You okay, Dom? Irgendwie müssen wir da raus, aber der Beschuss geht weiter. Das ist ein professioneller Überfall, die Kugeln gehen nicht daneben. Ich werde getroffen, aber schaffe es, aus dem Auto zu flüchten und renne mit Produzentin Dominik Van Heerden die Böschung hinunter. Kameramann Richie Mocker hat zwei Schüsse auf seine Schutzweste abbekommen, steckt aber immer noch im Auto fest. Im Kugelhagel rennt er davon. Alle fünf von uns haben es aus dem Auto die Böschung hinuntergeschafft und können kaum glauben, dass wir am Leben sind. Auf der Suche nach Deckung laufen wir in eine Lagerhalle. Drei Männer winken uns hinein. Produzent Martin Walz versucht mit Sky-Mitarbeitern einen Rettungsplan zu entwickeln. Wir wissen, dass jede Rettung Stunden dauern wird. Wir stecken fest, draußen Gefechte, wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir haben es irgendwie geschafft, in eine Garage zu kommen. Es arbeiten drei Männer hier, die gesagt haben, wir können bleiben, während draußen immer noch geschossen wird. Wir wissen nicht warum, aber womöglich. Und noch immer wird geschossen. Nach riesigem logistischen Aufwand wurden wir von der örtlichen Polizei gerettet. Wir hatten Glück. Tausende von Ukrainern aber nicht. Mit jedem Tag wird dieser Krieg schlimmer. Stuart Ramsey, Sky News, Kiew.